Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge Social Talk mit Gloria, Amelie und Alina. Und jetzt erzählt euch die Amelie erstmal, wie wir überhaupt zum Radio kamen. Genau, bevor wir drei uns noch genauer vorstellen, erzähle ich euch jetzt erst noch kurz, wie es dazu kommt, dass drei soziale Arbeitsstudentinnen Radio machen. An der Evangelischen Hochschule müssen wir im dritten und im vierten Semester jeweils ein Projektstudium machen. Die meisten gehen dafür in soziale Einrichtungen und führen da alle möglichen Projekte mit zum Beispiel Kindern, Kunstprojekte und durch. Es gibt lauter verschiedene Sachen oder Seelsorgetreff oder so. Genau, und genauso haben wir drei uns auch überlegt, wo wir unser Projektstudium machen könnten und sind dann auf die Ausschreibung von unserem Dozent Herr Wulff gestoßen, der Leute gesucht hat, die das Radiostudio hier an der EHA wieder in Betrieb nehmen. Genau, und das ist alles ja Teil vom Horaz und genau, wir drei haben dann beschlossen, dass es unsere Aufgabe für das Semester sein könnte. So sind wir hier gelandet und wir haben uns jetzt überlegt, einen Podcast zu machen. In jeder Folge wollen wir Kommilitoninnen von uns interviewen, um einfach zu hören, was sie in ihrem Projektstudium erleben, in welchen Einsatzstellen die das machen, mit welchen Klienten, Klientinnen und was da ihre Aufgaben sind, welche Erfahrungen sie machen, was sie da erleben. Genau, einfach so als Begleitung und um das mit euch zu teilen, was im soziale Arbeitsstudium an der EHA so passiert. Als allererstes sind wir dafür vor ein paar Wochen an die Hochschule der Medien in Stuttgart gefahren, um das Horaz Hauptstudio dort kennenzulernen. Und die Vero hat uns eine richtig gute Einführung gegeben, weil wir alle drei gar keinen Plan von Radio und der ganzen Technik, die dahinter steht, hatten und durften da alles so ein bisschen kennenlernen. Aber inzwischen sind wir in das Radiostudio von der EHA gezogen und sind richtig froh, dass wir jetzt hier in unserem eigenen kleinen Studio aufnehmen können. Die letzten 2, 3 Wochen hatten wir ziemlich viel mit der Technik zu tun und mussten hier das Studio erstmal auf Vordermann bringen, weil die letzten Semester hat hier an der EHA niemand Radio gemacht und dementsprechend verstaubt war hier alles und nicht angeschlossen und genau, es hat eine Weile gebraucht, aber jetzt sind wir ready und bereit, euch richtig coole Leute vorzustellen hier im Podcast. Okay, und weil wir alle noch richtig krasse Podcast-Anfängerinnen sind und hier noch richtig viel lernen müssen, gibt es jetzt dazu passend den ersten Song, Never Be Like You von Flume, mit der Hookline I'm only human, can't you see, I made a mistake, weil wir alle ja nur Menschen sind und Fehler machen. Genau, viel Spaß! So, da sind wir wieder. Und nachdem ihr jetzt ein bisschen über das Projekt erfahren habt und wie wir das EHA-Radio wieder ins Leben gerufen haben, erzählen wir euch noch ein bisschen was über uns als Person. Also ich bin Alina, ich bin 22 Jahre alt, ich studiere jetzt auch im dritten Semester Soziale Arbeit hier in Ludwigsburg an der EH. Und davor habe ich in Esslingen bei den Johannitern ein FSJ gemacht im Fahrdienst. Und da habe ich zum Beispiel Menschen mit Behinderung zur Arbeit gefahren oder auch Kinder zur Schule gefahren. Ich habe auch Schulbegleitung gemacht und auch zum Beispiel ältere Menschen in die Tagespflege gefahren, aber auch so kleine Fahrdienste irgendwie zum Arzt oder auch mit Tragestuhl irgendjemand zum Arzt gefahren. Genau solche kleinen Tätigkeiten, also eigentlich alles rund ums Fahren, auch Essensfahrten, aber gerade so die Fahrten mit Menschen mit Behinderungen haben mich halt so am meisten gepackt und mir am meisten Spaß gemacht und auch richtig erfüllt. Und einfach die Arbeit mit denen war super spannend und auch sich mit denen zu unterhalten und auch einfach mal so die verschiedenen Behinderungen kennenzulernen, ob körperlich oder geistig, fand ich ja in jeder Richtung einfach super spannend. Und dadurch bin ich dann auch zu dem Studium gekommen. Zwar habe ich also nach meinem FSJ dann noch ein Jahr circa in Teilzeit dort gearbeitet, aber dann genau bin ich hier zur EH gekommen und ja, bis jetzt gefällt es mir sehr gut, weil wir hier auch sehr viel über Inklusion und alles rund um das Thema lernen und ja, deswegen ist es einfach genau das Richtige für mich und bin sehr froh, dass ich hier gelandet bin.
und was ich nach meinem Studium machen will. Wahrscheinlich auch irgendwie in die Richtung mit Menschen mit Behinderung. Aber an sich bin ich da noch ganz offen und will auch noch in andere Richtungen reinschnuppern und will mich da jetzt auch noch nicht ganz festlegen. Und ja, aber ich habe ja noch ein paar Semester und schau da mal auf, was auf mich zukommt. Und jetzt noch ein kleiner Song, den ich auch gerade mit Freundinnen, die auch soziale Arbeit studieren, waren wir in Stuttgart und haben die auch auf der Königstraße getroffen, nämlich die Rikas. Und jetzt von denen Tortellini Tuesday. So, weiter geht's. Ich bin Amelie, ich bin 25 Jahre alt. Ich studiere auch hier an der EH Soziale Arbeit im dritten Semester. Und vor dem Studium habe ich, also nach der Schule, erstmal ein FSJ gemacht in der Arche Intensivkinder in Mähringen. Das ist eine Einrichtung für dauerbeatmete und schwer mehrfach behinderte Kinder. Und ich habe da sowohl im pflegerischen Bereich als auch im pädagogischen Bereich mitgearbeitet und habe nach dem FSJ aber erstmal beschlossen, in die Pflege zu gehen, weil das einfach mir sehr entsprochen hat und genau, auch jetzt die Pflege noch sehr liebe. Genau, und ich habe dann die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester gemacht am Uniklinikum in Tübingen und habe während der Ausbildung schon so ein bisschen festgestellt, dass soziale Arbeit so eine Richtung ist, die mich interessieren könnte, zusätzlich zu diesem pflegerischen und medizinischen Teil einfach, weil ich auch in den verschiedenen Stationen in der Kinderklinik viel mit Patienten und deren Familien zu tun hatte, die nicht nur aus Deutschland kommen, sondern zum Teil Migrationshintergrund haben und einfach generell sehr viele Kulturen dort kennengelernt habe und begegnet bin. Und genau, ich dachte, dass soziale Arbeit vielleicht was für mich ist. Ich habe dann aber nach der Ausbildung erstmal noch ein paar Monate Vollzeit auf der Kinderchirurgie und Urologie gearbeitet in Tübingen und habe dann gekündigt und bin eine Weile reisen gegangen. Während der Reise habe ich als Freiwillige in einem Projekt in Nordfrankreich gearbeitet. Das ist eine NGO, die heißt Collective Aid und die kümmert sich dort um Geflüchtete und vertriebene Menschen aus eigentlich allen möglichen Ländern der Welt. Die Menschen dort versuchen, die sammeln sich dort, weil die versuchen, nach Großbritannien über den Ärmelkanal rüberzukommen. Genau, und müssen dort leider unter sehr menschenunwürdigen Bedingungen leben und werden dort von der französischen Polizei aufs Übelste vertrieben und schlecht behandelt. Genau, und meine Organisation, wo ich da mitgearbeitet habe, wir sind regelmäßig in die Camps gefahren und haben alle möglichen, ja, Artikel, Hygieneartikel, Kleidung, Schuhe, Schlafsäcke, Zelte, eigentlich alles außer Lebensmittel und Essen dort an die Leute verteilt. Genau, und das, die Arbeit dort war richtig, richtig anstrengend, so vor allem psychisch und emotional, aber hat mir auch mega viel Spaß gemacht und hat sich einfach voll sinnvoll angefühlt, Menschen zu helfen, die einfach das am allerdringendsten brauchen und so ihr Leben einfach komplett aufgegeben haben und jetzt eigentlich nur eine neue Zukunft wollen, aber unter so widrigen Umständen versuchen klarzukommen. Genau, und da hat sich eigentlich mein Wunsch dann so komplett verfestigt, noch soziale Arbeit zu studieren. Und ich habe dann nach der Reise, als ich zurück war und wieder auf meiner Station in der Kinderklinik beim Arbeiten war, mich dazu entschlossen, mich zu bewerben. Und es hat auch geklappt. Und jetzt bin ich hier an der EHA und auch voll happy damit und kann eigentlich nicht erwarten, jetzt wieder irgendwie in die Praxis zu kommen und neue Erfahrungen zu sammeln und auch vielleicht im Bereich Flüchtlingshilfe auf jeden Fall tätig zu werden. Das ist so ein Traum oder ein Ziel, den ich mir vorstellen könnte, auch in der Zukunft dann zu machen. Genau, und bevor sich zum Abschluss jetzt noch Glory vorstellt, hört ihr nochmal einen Song. Und zwar von den Brothers of Santa Claus. Die habe ich in meiner Ausbildung ganz oft gehört mit dem Song Not Okay. Viel Spaß beim Hören. So, jetzt sage ich noch schnell was zu mir. Ich bin Gloria, ich bin 21 und ich studiere auch momentan an der EHA Soziale Arbeit im dritten Semester. Ja, und nach meinem Schulabschluss war ich mir eigentlich sicher, ich möchte erstmal ins Ausland,
wollte dann Au-pair in den USA machen, was dann aufgrund von Corona damals leider nicht funktioniert hat. Genau, dann musste ich mir halt schnell was anderes überlegen und bin dann auch durch Freunde darauf gekommen, ein FSJ zu machen. Hatte aber auch erst überlegt, ein freiwilliges ökologisches Jahr zu machen, habe mich aber dann doch fürs FSJ im Kindergarten entschieden. Genau, habe das dann für ein Jahr lang gemacht an zwei unterschiedlichen Standorten. In der einen Richtung waren es eher weniger Kinder, so um die 15, und in der anderen dann mehr, schätzungsweise so 35 bis 40 Kinder. Genau, und wusste erst gar nicht, ob das sowas für mich ist, mit Kindern zu arbeiten, aber habe da sehr schnell reingefunden und habe gemerkt, dass es mir extrem viel Spaß macht und Kinder einem irgendwie voll viel zurückgeben und einen irgendwie, ja, dass ich dadurch irgendwie auch gute Laune bekommen habe. Die Entwicklung der Kinder einfach auch so zu beobachten und zu sehen, wie viel sie täglich einfach immer dazulernen. Weil es ist ja so eine prägende Zeit irgendwie für die Kinder. Genau, einfach auch so beim Spielen dabei zu sein und sie einfach zu begleiten, ihnen bei ihren kleineren Problemen irgendwie weiterhelfen zu können und auch Projekte beispielsweise mit ihnen zu starten, sei es jetzt irgendwie im kreativeren Bereich oder auch irgendwie draußen die Umwelt einfach zu erkunden, hat mir einfach Spaß gemacht, genau. Und habe ja auch so mitbekommen, wie der Erzieherinnenberuf aussieht, was jetzt nicht unbedingt was für mich wäre, aber grundsätzlich die Arbeit mit Kindern fand ich einfach sehr, sehr cool. Hab mir dann aber auch überlegt, dass ich es mir vorstellen könnte, mit älteren Kindern zu arbeiten, also zum Beispiel auch mit Jugendlichen, weil in der Kita, also bei uns jetzt in der Einrichtung, da waren die Kinder so zwischen 2 und 6 Jahren, was ja an sich, was ich voll schön fand. Also ich habe auch in die Krippe reingeschnuppert, war auch sehr, sehr süß, mit den Kleinen zu arbeiten. Aber gerade auch Schulsozialarbeit fand ich irgendwie spannend. Genau, habe dann aber nach meinem FSJ erstmal für ein halbes Jahr beim Bäcker gearbeitet, einfach um ein bisschen Geld zu verdienen. Und habe mich danach auf mehrere Studiengänge beworben, also ganz unterschiedlich. Ich habe mich auch auf BWL beworben und International Business war auch dabei, weil ich mir einfach noch nicht ganz sicher war, so was ich machen möchte. Habe ich aber dann für soziale Arbeit hier an der EHA entschieden und bin auch richtig froh darüber. Also mir gefällt es richtig gut. Ich finde es auch richtig cool, dass irgendwie der Bereich einfach so groß ist. Es ist so breit gefächert irgendwie. Und obwohl ich jetzt voll das Interesse daran habe, irgendwie mit der Arbeit zu bleiben, irgendwie mit Kindern und Jugendlichen, kann ich es mir aber auch vorstellen, irgendwie in andere Bereiche zu gehen. Also gerade irgendwie mit Geflüchteten zu arbeiten, kann ich mir gut vorstellen. Oder auch in die Beratung zu gehen. Also halte ich mir eigentlich noch alles offen. Und bin auch schon aufs 5. Semester gespannt, also aufs Praxissemester, weil ich würde ganz gern dann meinen Auslandsaufenthalt irgendwie nachholen, weil es mit dem Au-pair damals nicht geklappt hat. Also gerade irgendwie in ein englischsprachiges Land zu gehen und da irgendwie dann noch mehr Erfahrungen zu sammeln im Bereich der sozialen Arbeit, ganz egal wo jetzt. Freue ich mich auf jeden Fall schon. Genau, und dann mal gucken, wie es weitergeht. Das war es jetzt auch schon mit der ersten Folge Social Talk. Und wie vorher schon erwähnt, werden in den nächsten Wochen dann Gäste zu uns kommen, die über ihre Praxisstellen erzählen werden während des Projektstudiums. Und genau, wir sind schon sehr gespannt. Noch eine kleine Info zum Schluss. Jeden Donnerstag ist hier am EH Campus, gibt es das BBK. Also falls jemand Bock hat, kommt gerne her. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.